Hallo und herzlich willkommen zu Teil 47 von Mass Effect 3. Wir waren auf dem Geth-Schlachtschiff, haben das Ding ausgeschaltet, damit die Quarianer entkommen können. Aber die haben das Schlachtschiff angegriffen, während wir noch drauf waren. Wir konnten uns retten, aber das Schlachtschiff wurde tatsächlich zerstört. Wir haben den Typen, der dahinter steckt, den Quarianer, haben jetzt von unserem Schiff geprügelt, würde ich sagen. So könnte man sagen. Vielleicht nicht ganz so arg, aber hat auf jeden Fall endlich mal eine abgekriegt von uns, was er auch verdient hat. Die Frage ist schon, was wir jetzt machen. Weil wir brauchen die Quarianische Flotte halt eigentlich schon, aber ich will die Geth auch nicht aufgeben. Was unser Ziel sein wird, ist Corrys, den einen Quarianischen Admiral, der noch auf unserer Ich konnte es Seite gar nicht ist. glauben, als Shepard mir gesagt hat, dass Sie auf der Normandy sind. Ich scheine diese Wirkung auf alle Menschen zu haben. Und jetzt wohl auch auf Quarianer. Wie auch immer. Quarianer wissen, wie es ist, wenn man seine Heimat verliert. Soweit ich weiß, waren sie daran selber schuld. Was meinen Sie damit? In meinem Zyklus brauchten Quarianer keine Helme zum Überleben. Sie waren die Herrscher ihres eigenen Krass, die Planeten. gab's doch Das schon. ist sehr lange her. Und wenn sie nicht die Maschinen erschaffen hätten, könnten sie immer noch die Luft atmen, die von der Evolution für sie vorgesehen war. Ich verstehe. Liara hat mich schon gewarnt, dass sie nicht so sind, wie man erwarten würde. Und nichts in diesem Zyklus ist so, wie ich es erwartet hätte. Sogar primitive Quarianer galten in meinem Zeitalter als attraktiv. Wirklich schade, dass das jetzt niemand mehr zu sehen Was bekommt. als attraktiv? Außer vielleicht der Commander. Was? Woher wissen Sie? Was, wie ein Scherz gemacht hat, dass ich das noch erleben darf. Also Quarianer sind sehr attraktiv. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Schon damals. Krass, dass es die damals schon gab und dass sie dann. Ja, okay, primitive Quarianer, da gesagt, selbst die galten damals als attraktiv. Hoffentlich sehen wir das mal noch. Genau, wir wollen natürlich den Corrys retten, weil das der ist, der noch auf unserer Seite steht, der noch gegen den Angriff war. Wenn wir den noch überzeugen können, können wir vielleicht noch einen Krieg abwenden. Das fände ich ganz geil. Sie heißen Geth. Ja, ein beachtlicher Gegner. Warum haben Sie einen davon aufs Schiff gelassen? Legion hat uns schon früher geholfen. Es ist trotzdem eine Maschine. Sie hatten wohl selbst schon Probleme mit KIs. Die Jatil. Sie waren so etwas wie die Geth in diesem Zyklus. Was ist passiert? Ihre Schöpfer lebten auf einer sterbenden Welt, die sie nicht mehr retten konnten. Also haben sie mit Implantaten ihre Intelligenz erhöht. Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Die KI übernahm den Körper und änderte das genetische Material auf tiefster Ebene. Der Nachwuchs wurde zu einer Sklavenrasse gemacht, fast ohne organische Anteile. Es waren Monster. Alter. Alle Maschinen sind Verräter und die, die sie an Bord gebracht haben, auch. Mag sein, aber er ist nicht wie andere Geth. Das wissen Sie nicht. Sie sind fremdartiger als wir beide füreinander. Nee. Legion mag anders sein, aber man kann ihm doch trotzdem vertrauen. Irrtum. Werfen Sie es aus der Luftschleuse. Wie können Sie so sicher sein? Organische Wesen wissen nichts über ihre Entstehung. War es Zufall? Ein Wunder? Es ist ein Geheimnis. Aber synthetische Wesen. Wissen, dass wir sie erschaffen haben? Und dass wir fehlerhaft sind. Warum sagen Sie das? Sie sind unsterblich, wir nicht. Sie sehen Zeit als Illusion, deren Grenzen uns einschränken. Und Maschinen kennen den Grund für ihre Erschaffung. Edie sieht das vermutlich anders, aber ich weiß, was Sie meinen. Genau, das war kein Problem mit Sie Edie hat. erfüllen einen Zweck. Während wir unseren ziellos suchen. In ihren Augen gibt es keinen Grund für die Existenz organischer Wesen. Trauen Sie ihnen nicht, Commander. Aber dass die Folgerung ist, dass es keinen Grund für unsere Existenz gibt, das halte ich, das stimmt nicht. Das sehe ich nicht so. Also es stimmt natürlich schon, dass es einen riesen Unterschied macht.
Aber ich finde es eher traurig, oder? Das ist eher, wenn du erschaffen wirst von jemandem mit einem Zweck, dann hast du ja weniger eigenen freien Willen, um deinen Sinn selber zu suchen. Aber eine KI strebt danach ja dann auch irgendwie selber. Also ich sehe das nicht so wie Jarvik. Es muss irgendeinen Weg für eine Koexistenz geben. Wir haben sie gemacht. Und ihnen die Macht gegeben, sie zu überflügeln. In der Galaxie ist nur Platz für eine Form von Bewusstsein: die Perfektion der Maschinen oder das Chaos organischer Wesen. Werfen Sie die Maschine aus der Luftschleuse, Commander. Werfen Sie die Maschine aus der Luftschleuse, Ich Commander. habe eine einfache Regel: Wenn eine Maschine sprechen kann, sollte man sie töten. Die Maschine, die Sie Edi nennen, was ist, wenn sie mit den Geth sympathisiert? Wir sollten sie unter strenger Ja, da Beobachtung kommt er halten. jetzt damit. Vor allem hört ihr das, wenn wir hier Warum drüber haben reden. Sie die Maschine Legion nicht aus der Luftschleuse geworfen, Commander? Es ist noch nicht zu spät. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Sieht es schon sehr extrem, der Gute, ha? Sieht es schon sehr, sehr extrem. Mit Adams sollten wir Wie nochmal ist es reden, wahr, gell? dass Sie nach der letzten Mission geholfen haben, Edis mobiles Gestell zu reparieren? Sie brauchte nur jemanden, der ihr zur Hand geht. Ich bin Technikerin, schon vergessen. Ha, schade, dass sie. Kamen Öl und Gleitmittel zum Einsatz? Wurde gestöhnt? Wovon träumen Sie nachts, Kenneth? Ich wünschte, meine Fantasie wäre so gut. Adams würde gerne mit Ihnen reden. Sie sollten mal zu Adams gehen, Ja, Commander. ich weiß, das hat mir Taylor schon gesagt. Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermorohrs, das Sie uns besorgt haben. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Habe ich doch gesagt. Es wird noch besser. Beim Verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistesblitz. So weit würde ich nicht gehen. Sie und O'Nelly hatten eine Idee zur Verbesserung unserer Kondensatorenanordnung. Edi und ich haben das aufgegriffen und unsere Schlussfolgerungen dokumentiert. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte die Technik helfen. Wenn Sie es wünschen, schicke ich Ihnen die Pläne. Klar, natürlich. Tun Sie das. Warum nicht? Jawohl. Gute Arbeit von Ja, allen. gute Arbeit, Leute. So gefällt mir das. Brauchen Sie etwas, Commander? So gefällt mir das. Das Wie macht sich Techniker Donnelly? Er hat Talent. Wenn er nur endlich lernen würde, mal den Mund zu halten. Probleme? Tut mir leid, Commander. Donnelly ist fleißig, kennt sich aus und denkt mit. Ich bin froh, ihn im Team zu haben. Die Sache mit der Befehlskette muss er noch lernen, aber das kriege ich schon hin. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Daniels ist das bestimmt deutlich mehr zufrieden. Wie macht sich Technikerin Daniels? Ich mag sie. Sie ist klug und kennt sich mit Triebwerken besser aus als die meisten Physiker. Die Zusammenarbeit ist reibungslos. Sie haben wirklich ein Auge für Talente. Es war gut, sie zur Allianz zurückzubringen. Das denke ich doch auch. Weitermachen, Adams. Jawohl, Sir. Der Hauptgrund, dass ich sie zurückgeholt habe, ist, dass sie witzig sind. Muss ich sagen. Alles in Ordnung, Commander. Commander? Nee, die sind natürlich auch kompetent deswegen. Ich meine, wenn sie für Cerberus gearbeitet haben, sind sie kompetent. Cerberus nimmt nämlich eigentlich nur kompetente oder zumindest... Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Hey! Dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Was, dass Sie kuschelige Bären mögen, bitte was? Commander, sind Sie wirklich mit diesem Geth-Jäger aus dem Schlachtschiff rausgeflogen? Ja, Standard. Sir? Stimmt, ist das Ding hier? Ist der Geth-Jäger hier? Das wäre ganz cool, oder? Ne, ich sehe nix. James? James? Hey, Shepard. Hey, James. Ich habe gehört, Sie hatten da drüben ein Wahnsinnsabenteuer. Könnte man so sagen. Schade, dass ich's verpasst habe. Tja. Und dieser Geth? Legion?
Ich weiß, Sie kennen sich, aber sind Sie sicher, dass wir diesem Ding vertrauen können? Legion ist nicht wie die anderen, Gath. Wir können ihm vertrauen. Wenn Sie es sagen. Ja, ich Man sag's. Kann wohl nicht jedes Individuum nach seiner Spezies beurteilen. Sehen Sie sich Sparks an. Wenn alle Quarianer so wären wie Sie, müssten wir nicht bei Ihrem Krieg gegen die Geth-Schiedsrichter spielen. Sparks? Meinst du Tatmanatali? Ja, ihre quarianische Freundin. Die Nervöse mit den funkelnden Augen. Sparks. Ach, die? Ein blöder Zeitpunkt, um Streit anzufangen. Aber wenn das Ende von allem, was wir kennen, heranrückt, darf wohl jeder ein bisschen loco sein. Nur ein bisschen? Ey, nicht jeder ist so verrückt wie Sie, Sir. What the fuck? Was war das für ein Gespräch, bitte, ey? Sparks? Wollte ich verstehe die Quarianer nicht. Wirklich. Ich verstehe sie einfach nicht. Hey. Wollte sich an Tali ranmachen. Wie sie alle auf Tali stehen. Garrus steht, glaube ich, auch auf Tali, gell? Sogar Jarvik sagt, sie sind attraktiv. Ich glaube, ich muss vorsichtig sein, ey. Ich glaube, ich muss hier ganz schön vorsichtig sein. Ich will mal ganz kurz noch die Gruppe anschauen hier. Das kann ich doch hier machen. Okay, kein Dings, kein Legion. Aber eine Tali. Aber eine Tali. So, okay, dann gehen wir mal wieder nach... Gehen wir mal auf die Heimatwelt der Quarianer. Garrus nach all der erwähnt, Zeit... Dass Sie beide beim nächsten Besuch auf der Citadel ein wenig Spaß haben wollen. Machen Sie aber keinen Ärger. Commander? Ich versuch's, aber versprechen kann ich nichts. Versprechen kann ich nichts. Geoff Trümmerfeld, ja toll, ey. Ich rufe jetzt die Reaper her mit meinen Scans. Unglaublich, ey. Heranoch. Das habe ich schon gelesen, ja. Gab es da nicht nochmal irgendwas? Rette ich erst ihn? Warte, was war Priorität? Ihn retten war Priorität. Ja, wir machen auf jeden Fall die Nicht-Priorität zuerst. Es sind schon drei. Ah ne, okay, es sind zwei Jägerstaffeln und Ranoch an für sich. Ich glaube, ich mache erst die Jägerstaffeln. Ich hoffe, das hat keinen Nach... Also, ja gut, es sollte eigentlich kein Problem sein, glaube ich. Geth-Com-Zentrum, Geth-Server abschalten. Oder ist das? Hä, aber das ist gar nicht die, das mit den Jägern, oder? Vielleicht hätte ich doch Corus zuerst retten sollen. Kann ich hier nochmal zurück? Ich will hier nochmal zurück. Warum kann ich hier jetzt nicht nochmal zurück, Mann? Okay, da muss ich halt durchziehen. Wen nehme ich noch mit? Soll ich eine Liara mitnehmen? Ich glaube, ich nehme Liara mit. Ich bin mir nicht genau sicher, warum, aber neuer Planet und so forschen. Oder nehme ich Garrus mit? Es ist ja beides Priorität, das heißt, es sollte schon passen. Es sollte schon passen. Gott, wie viele Punkte wir da wieder vergeben können. Machen wir Kampfdrohne hier mal ein bisschen hoch, oder? Den Schaden und die Schilde und was ist das? Gewaltige Explosion auslöst. Hallo? Das ist geil. Ist beides gut. Mach das. Pure Biotik. Was haben wir hier dann? Das Aufladetempo aller biotischen Kräfte von Gruppenmitgliedern. Und Aufladetempo von Singularität. Ich mach das, ey. Kannst du Singularität ständig einsetzen. Dann noch die Singularität verbessern, das Feld erweitern und am Ende ihrer Wirkzeit explodieren. Das ist auch geil, gell? Ich mach das, Die Frage ist, machen wir noch irgendwas bei uns? Ich weiß es halt nicht. Die wichtigen Sachen haben wir halt schon alle voll. Das ist gut gegen Geoff vielleicht noch. Ziele zu betäuben, Gesundheitsschaden, Schild- und Barrierenschaden. Hm.
Das reicht erstmal. Ich glaube, wir sollten einfach noch eine andere Dings lernen, eine andere Kraft lernen. Commander, es ist so wie befürchtet. Gäste Staffeln sammeln. Ja, okay, ich lasse mein Schiff mit den. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir nehmen Regeln damit. Die Gaskanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur am Server selbst stoßen. Im Server? Ist er so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Oh oh. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Das ist verrückt. Wir reden von einer virtuellen Welt für synthetische Wesen. Feindselige synthetische Geth. Das klingt ziemlich cool, tatsächlich. Ich bin keine Maschine. Wie soll ich in eine virtuelle Welt gehen? Ihre Spezies hat mit virtuellen Schnittstellen bereits experimentiert. Ja, denken das Sie stimmt das allerdings, und das habe ich tatsächlich gerade gedacht. Dabei wäre beinahe ein verrückter KI-Mensch-Hybrid auf die Galaxie losgelassen worden. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind ein Unbekannter, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn's die Lebensschiffe rettet, müssen wir es versuchen. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während Sie sicher landen. Halt! Sie werden nicht... Tschüss, Alter, mit der Abgang. Dann landen wir das Shuttle bei der Klappe. Ist das sein Ernst, ey, wie er sich rückwärts aus dem Dings fallen lässt? So anders sind organische Wesen, glaube ich, nicht von synthetischen, wenn man sowas sieht. Aber ja, das ist, glaube ich, auch eine Art Anomalie in der Hinsicht. Liara sagt gar nichts, doch falsche Person mitgenommen. Schade, ich dachte, wir haben Legion auch als Crewmitglied dabei. Dass Tali hier nichts sagt? Hallo, wir sind auf ihrer Heimatwelt. Sie guckt sich schon um, ja. Aber sie sagt nicht mal was. Wahrscheinlich hätte man das andere zuerst machen sollen. Warum liegen hier tote Geth rum? War das Legion schon? Ja, sieht so aus. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten Sie sich alleine anschließen. Na toll. Gut, dass ich die anderen damit mitgenommen habe. Ist eine Solo-Mission, deswegen sagen die auch nichts. Aber jetzt bin ich schon gespannt. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Da bin ich schon sehr gespannt, muss ich sagen. Das ist cool. Führe Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander, von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Hätte er vielleicht auch davor sagen können. Hallo, hör auf, dich zu bewegen. Halt still. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wow. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Also vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Hallo. Sie sehen anders aus. Hä, sieht genau gleich aus. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Was ist mit Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt.
Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. So als würden wir eine Stadt auslöschen, oder? Wir haben an dieser Sache keine Wahl. Es ist eine Frage des Überlebens. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Dass er uns da einfach hilft. Aber der vertraut uns auch. Der glaubt, dass wir das auch schaffen, ohne Blutbad anzurichten. Jo, was haben wir hier? Nur irgendeine spezielle Waffe. Okay. Und wir haben kein Schild. Macht irgendwie auch Sinn, weil wir nur mit unserem Kopf hier sind, gell? Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Das ist cool. Coole Mission, ey. So wie man sich eine virtuelle Welt vorstellt, so eine Maschinenwelt, gell? Mit irgendwelchen Blöcken, dass immer diese Blöcke dabei sind. Immer diese Blöcke, die da so rumschweben und... Warnung! Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Die Kampfsoftware. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschinen. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. Tja, die Reaper sind halt nett zu unterschätzen, auf jeden Fall. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Dann danke, glaube ich. Macht, glaube ich, schon Sinn, ihnen so ein Gewehr in die Hand zu drücken. Wenn er das irgendwie über Gedankenkraft oder so hätte machen müssen, wäre es ja nie was geworden. Vielleicht. Wäre auch cool gewesen. So, lauf ich richtig? Warum ist das Ding immer noch rot? Ah, okay, tatsächlich so. Ah, krass, hier gibt es zwei Wege zurück. Das ist mir gar nicht aufgefallen davor. Ob hier auch noch Gegner kommen? Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Das stimmt, oder? Hier kommen bestimmt noch Gegner. Dass ich meine Rüstung auch anhabe. Verbindungsaufbau zu Kommunikationsknoten. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper sie nicht rein? Unbekannt. Bitte untersuchen. Ich hätte hier auch theoretisch nackt sein können, oder? Aber es wurden ja vertraute Umgebungen und das ist die Rüstung auch. Warnung. Reaper-Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Ja, wir können doch nicht. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Wir können doch nicht mit unserem Gehirn gegen einen Reaper ankämpfen. Das kannst du ja vergessen. Wir sind doch nie im Leben stark genug, oder? Wir haben das ja auch noch nie gemacht. Okay, ich meine, es ist kein Reaper, es sind nur irgendwelche Daten vom Reaper, klar. Aber trotzdem. Und der Reaper hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sich hier ein Mensch dann rein verirrt. Zugriff auf Datencluster. Was ist das? Datencluster mit historischen Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Wollen Sie die VI-Netzwerke tatsächlich umbenennen? Unbedingt. Die Fertigstellung der mobilen Hardware verdient eine kleine Zeremonie. Einheit 01, was heißt Diener des Volkes auf Kelisch? Es heißt Geth, Schöpfer Sarak. Ja, ausgezeichnet. Vorfahren, legt euch ruhig drüber auf. Sie haben doch ewig an den Schaltkreisen von 01 gearbeitet. Es musste noch was gelötet werden. Stehen. Waren das nicht Aufnahmen aus der Vergangenheit? Ja. Warum sind die Quarianer maskiert? Oh, gute Frage. Sie verarbeiten unsere Erinnerungen unter Zuhilfenahme der Ihren.
Wie viele Schöpfer haben Sie schon ohne Maske gesehen? Einen. Dann passt Ihre Wahrnehmung dieses Schöpfers nicht zu unseren historischen Daten. Naja, einen. Aber ihr das so sagen, naja, einen. Sonst hätte er gesagt, noch niemanden, aber so, naja. Ich hoffe, ich sehe die auch noch ohne Maske. Das finde ich ganz schön. Nicht nur angedeutet wird, leider. Wait, wir sind hier im Kreis gelaufen, ja? Hier ist noch was. Oder kann ich das kaputt schießen? Da ist auch noch was zum kaputt schießen. Da. Laufen wir nochmal im Kreis. Eigentlich muss es doch irgendwo anders weitergehen, oder so müssen wir wieder zurück. Ne, okay, hier. Wusste ich doch, dass es noch einen Weg gibt. Sie müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Das weiß ich, das kenne ich doch mittlerweile. Ich muss einfach auf alles schießen, was gelb ist. Oder orange. Kurz das Ding aufladen lassen. Ja. Ich frage mich, ob wir hier auch noch kämpfen müssen. Dieser Datencluster enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Oh, das ist da, wo sie bewusst werden, Schöpfer, oder? Diese Einheit registriert keinerlei Fehlfunktion. Sie ist absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung. Dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Irgendwie schon krass, aber was machst du da, wenn du merkst, dass sie plötzlich Bewusstsein entwickelt und jetzt sterben will? Du hast eine Maschine, ist ja recht, wo ihr, keine Ahnung, forscht an irgendwas und macht sowas wie eine KI, sowas in die Richtung, also irgendwas, was... Arbeitet an einem Computerprogramm oder so, programmiert irgendwas. Und ihr seid voll stolz auf ihre Arbeit, ihr werdet irgendwie immer besser. Und könnt mit der so ein bisschen kommunizieren. Und plötzlich möchte die nimmer sterben oder keine Ahnung, möchte nicht ausgeschaltet werden. Was macht ihr dann? Auch erstmal Angst bekommen, oder? Geht's jetzt hier weiter? Aber hier geht's zurück, oder? Ich sehe keinen Weg, wo es irgendwie weitergeht. Außer da oben vielleicht. Ja. Tatsächlich. Zugriff auf Datencluster. Wir haben ein Floh ohne Geld. Sie sind umstellt. Feuer eröffnen! Und? Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgeld gerettet. Das sieht genauso aus wie das Präzisionsgewehr, das sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Halt's Maul, er ist es. Verbindungsaufbau mit den verbliebenen Servern. Er ist der erste Geth, der zur Waffe gegriffen hat. Alter! Er ist es einfach.
Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Commander, sind Sie da? Technisch schon. Wie ist Ihr Status, Admiral Rahn? Die GIS-Staffeln sind da. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Hälfte Ihrer Jäger funktioniert nicht mehr. Wir halten so lange wie möglich durch. Legion, wie sieht's aktuell aus? Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell. Was ist los? Immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weitermachen. Aktuell. Wir werden weitermachen, aber erst in der nächsten Folge. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, dass ich wieder einen Cliffhanger mache, aber... Ja, so ist es nun mal. Wir sind schon mal über 30 Minuten und ich will nicht die Folge zu lang machen, aber das ist sehr interessant. Ich glaube wirklich, dass Legion vielleicht der erste Geff gewesen sein könnte, der zur Waffe gegriffen hat. Wenn ja, das ist eine ziemlich krasse Nummer, würde ich sagen. Aber das finden wir jetzt bestimmt heraus in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.